das Herz lacht mal viel, ist wohl end dabei. Am 24. Juli 2021 wurde in Nölbling die neue Brücke über die Gail zwischen Dellach und Nölbling feierlich eingeweiht. Zahlreiche Gäste fanden sich ein, um die von der Firma Holzbau Bichler gebaute Brücke zu bestaunen. Wir segnen diesen Steg als Verbindung zwischen zwei Nachbardörfern. Sie sei ein Mittel der Begegnung, der Pflege, der Kontakte, ein Mittel, alles Trennende zu überwinden, was es auch sei. Ein sehr, sehr großes Lob für die Umsetzung und ich wünsche natürlich dieser Brücke viele, viele Jahre. Sie ist sehr solide gebaut und sie hat auch, und das gefällt mir am besten, auch doch drüber. Ich glaube, das ist auch total wichtig für so eine Konstruktion und das bringt einfach den Charme dieser Brücke einfach noch mehr zum Ausdruck und ich glaube, es ist eine Referenz, so wie schon gesagt worden ist, für einen Holzbau, Dreitage, Brücke in Holz über die Gail. Top! Also jeder, der hier vorbeikommt, und es sind schon sehr viele gewesen, hat diese Brücke sehr gelobt und ich denke, sie soll Zeichen der guten Zusammenarbeit der Firmen in unserem Bezirk sein, aber auch auf politischer Ebene und wo man sieht, dass Gemeinden miteinander können, dass Fraktionen miteinander können. Wenn irgendwas geschaffen wird, geht das nämlich immer nur gemeinsam. Ein Rückblick. 2 Monate zuvor wurde die Brücke in ihre finale Position gehoben. Dabei waren Präzision und Geschick gefragt. Am Ende konnte man stolz auf das Ergebnis sein. Ich glaube, es ist, so wie man im Hintergrund sieht, ein absolutes gelungenes Werk. Und meine Aufgabe als Zimmermann ist immer wieder ein bisschen Tradition einzubringen. Und es gibt immer wieder einen Spruch dazu. Es soll einfach ein Segen sein für die ganzen Leute, die dabei sind und auch für die, die da drüber gehen. Menschen bauen zu vielen Mauern und zu wenig Brücken. Lasst uns gemeinsam die neue Brücke bauen, die uns alle wieder verbindet. Und ich glaube, das ist ein symbolischer Spruch. Wir wollen man nicht trennen, sondern wir wollen einfach verbinden. Und das ist die Brücke eigentlich das beste Symbol dafür. Im Jahr 2018 hat das Unwetter die Brücke weggerissen. Traditionell schon das dritte Mal. Und dann haben wir uns lang überlegt, was machen wir. Und gemeinsam mit der Bevölkerung ist der Entschluss gekommen, dass wir hier in dieser Gegend Nölbling eine Holzbrücke bauen werden. Es ist nichts Alltägliches. Erstens die Bauweise selber. Also generell eine Brücke zu errichten bei uns in Toll, da kommt man nicht regelmäßig dazu. Das ist wirklich was Seltenes und andererseits trotzdem auch diese Bauweise mit Holz und kombiniert mit diesen Stahlbetonbrückenlager, die doch in einer gewissen Präzision umzusetzen sind. Für einen Zimmermeister ist das immer das Höchste. Gerade über so eine Spannweite und über ein reißendes Gewässer und vor allem ist einfach diese Verbindung ganz interessant, weil einfach diese zwei Ortschaften wieder miteinander verbunden sind und das ist eigentlich auch, diese Ader, die was wir führen müssen als Brücke, dass man einfach dort einen Austausch hat zwischen zum Beispiel bei uns gerade Nölbling und Dellach. Das Besondere war, dass wir in diese Naturlandschaft eine Brücke planen und dann auch errichten, die wirklich einpasst in die Landschaft und mit dem Holzbauwerk ist es uns, glaube ich, gelungen, den heimischen Baustoff herzuzeigen, was möglich ist. Und das fügt sich, glaube ich, gut in die Landschaft ein. Die etwa 3 Meter breite Lärchenholzbrücke wurde so konstruiert, dass sie auch Starkwetterereignissen wie Regen und Schneefall standhalten kann. Nachdem die Brücke offiziell eingeweiht war, sorgte neben dem MGV Dellach auch die Musikantengruppe Bombastisch für musikalische Umrahmung. Bei Speis und Trank ließen die Gäste den Tag gemütlich ausklingen.